Willkommen zurück zu The Evil Within 2. Es geht weiter, Freunde. Ich habe mich offline noch mal ein bisschen hier umgeschaut. Allerdings keinen Eingang gefunden in diese andere Hälfte der Halle. Jetzt gucke ich noch mal da, wo ich die Geräusche gehört habe von weiteren Wesen. Ich benutze das Wort Wesen in letzter Zeit so gern. War unfreiwillig. Weil ich in letzter Zeit sehr viel Grimm schaue. Bin ich jetzt mittlerweile in Staffel 5 angelangt. Und da kommt dieses Wort auch gerne vor. Aber mal schauen. Ich umrunde das jetzt nochmal und notfalls machen wir eben Gegner. Ich gebe das noch nicht auf, hier reinzukommen. Ich habe auch versucht, noch irgendwie nach oben zu kommen, weil oben sind ja auch Türen und so, wo die Treppe runterführt etc. Aber irgendwie will es nicht klappen. Dreadwell Trucking, das gehört ja auch immer noch dazu. Und das lässt meine Hoffnung ein bisschen steigen. Ich wundere mich echt nur, dass hier Gegner sind, weil das ist doch das Haus, wo der Computer war, ne? Und da habe ich eigentlich gecleant. Seltsam, dass die jetzt nicht mehr so ist. Ach übrigens, falls ihr euch wundert, dass ich jetzt wieder 4 Schuss habe. Ich habe den Spielstand geladen und habe das Fass jetzt nicht umgetreten. Ich meine, wozu, ne? Ist ja jetzt Quatsch. Hat ja nichts gebracht. So, wenn ich nämlich jetzt hier vielleicht reinkomme. Aha. Vielleicht werde ich hier ja mein Glück finden. Erstmal nochmal zur Orientierung. Wir sind jetzt auf der Seite. Okay. Aber ich weiß nicht. Jetzt bin ich ja immer da, wo ich gesagt habe, da will ich nur nicht hin. Auf die Seite komme ich ja jetzt gar nicht mehr. Das bringt auch nichts. Aber man muss da irgendwie hinkommen. Also, seltsam. Ja, blöderweise ist jetzt nur der Fall, dass, wie gesagt, ich werde jetzt vorproduzieren für Weihnachten bis ins neue Jahr. Und eventuell, selbst wenn ihr mir jetzt sagt, das geht so und so, ich kann es vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen. Ausnahmsweise, es tut mir leid. Was liegt denn da? Ist das eine Leiche? Oder ein Hund? War ich das? Nö, oder? Gefällt mir nicht. Wusste es doch. Das sieht nämlich auch nicht gesund aus, der Kerl. Wow. Ja, toll, habe ich jetzt meine Axt ver... der sieht ganz schön krank aus, der Kerl. Oh, letzter Schuss, na toll. Toll. Wow. Okay, das war jetzt überhaupt nicht geil. Ich glaube, der Typ ist stärker wie... so, manch einer. Ich muss es halt mit dem Messerle machen. Und das war gar nicht mal so schlecht. So. Okay. Oh nein, das ist der Nächste. Was ist das für ein scheiß Garten? Ich hole erstmal das Gel. Okay, ich höre schon wieder Geräusche. Der wird nicht mehr aufstehen. Was habe ich da eben gehört? Oh Gott, da liegen überall Leichen in dem Garten. Eine Axt. Ich glaube, die Axt funktioniert nicht, wenn ich... wenn ich sie im Liegen angreife. Also als One-Hit. Was ich total fies finde. Könnt ihr euch nicht bewegen und ich töte euch ganz normal von hinten und so. Obwohl die sieht... die bleibt eventuell tot. Schaut euch das mal an. Aus der wächst sein Gesicht raus. Ist das widerlich oder was meint ihr? Die lebt noch, die hat rote Augen. Ich könnte sie ja auch einfach ignorieren, aber dann kriege ich keine... ah, toll. Kann ich ihm jetzt irgendwie... warte mal, kann ich dir sagen, dass du nicht die Axt benutzen sollst? Dass du das Messer nehmen sollst, kann ich ihm jetzt nicht sagen, ne? Er wird definitiv die Axt nutzen. Oh! der habe ich die Rübe abgeschlagen. Bewusst dahin gezielt, aber nicht gedacht, dass es klappt. Also ich denke, eine Axt ist irgendwie was zwischen 70% und 100% tot.
Mal klappt es, mal nicht. Keine Ahnung, wie es geregelt ist. Jedenfalls, jetzt habe ich keine mehr. Jetzt wird es unschöner, sich hier zu bewähren. Ich kam bisher immer gut davon, wenn es darum ging. Oh Gott, da liegen noch ein Haufen Leichen, ey. Ja, ich kam immer gut davon mit meiner Munition, dass ich keine herstellen muss. Aber ich befürchte, ich werde jetzt gleich dazu gezwungen. Aber eigentlich will ich das eigentlich noch gar nicht machen, ne? Eigentlich würde ich gerne in dieses blöde Truck-Ding. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Oh, der hat was für mich. 2 Munitionskugeln. Wahnsinn. Oh, sogar Schrottmunition. Ja, das hat jetzt irgendjemand mitbekommen, natürlich. In welcher Welt lebt ihr denn? Ja, vielleicht mal ducken. Bis ich... Oh, um die Ecke. Mein um die Ecke-Skill. Nein, wieso denn? Jetzt wird es nicht mehr gehen, ne? Oder? Oh, der hat einen Molotow-Cocktail oder sowas. Oh, oh, so geht das schon gar nicht, wenn der da... Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Nein! Benutzt die... Genau. Fuck, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Das war jetzt ein bisschen dreckig. Was die mir für Fallen teilweise bauen, das ist faszinierend. Und dabei wollte ich doch einfach nur das hier drücken. Und meine Schotti rausholen. Vielleicht können wir es jetzt aber auch schon wieder anders lösen. Ich versteck mich mal. Oh mein Gott. Böse, ey. Nur weil man da reingegangen ist. Ich hätte mich aber vielleicht früher verstecken sollen. Zählt das als um die Ecke? Wahrscheinlich nicht. Kommt der andere ihm hier nach? Weil jetzt könnte ich mir den ja krapschen. Weiß es nicht. Vielleicht mal gucken, was der jetzt noch macht. Entscheide ich, wo du hinlaufen willst, mein Freund. Aber doch nicht so schnell. Das ist doch kacke. Gibt's hier nicht der andere eventuell? Oh, fuck, der wird's mitkriegen, wenn ich da rausgehe. Shit. Ach, der steht jetzt richtig blöd, ey, und schützt seinen Kumpel, ohne dass er's weiß. Aber vielleicht kommt der eine wieder. Was? Hat er jetzt die Tür zugemacht? Kommt der jetzt? Also ich werde da raus nie schlau, so genau wie die laufen wollen oder können. Sind die jetzt beide da drin oder? Das wäre blöd. Das wäre richtig blöd. Ich könnte hier mal stehen bleiben als Deckung und dann um die Ecke töten. Ja, das sollte ich tun. Na, wie wär's? Mit X? Mein Befehl kommt nicht. Er ist zu weit weg. Er müsste halt noch ein Stückchen herkommen, aber... Der Molotow-Cocktail in seiner Hand, der tut mich auch ein bisschen... Boah, den schnapp ich mir jetzt. Ich hoffe, da explodiert das Ding in seiner Hand nicht, wenn ich mir den jetzt grapsche. Der ist auch ein bisschen dicker, aber ich hoffe, es klappt trotzdem. Scheint ja auch schon heftiger infiziert zu sein. Ja, das Teil explodiert. Und ich wurde wieder entdeckt. Das war jetzt alles nicht so geil. Aber der Typ hat mich schon wieder verloren. Gut. Okay, hat wehgetan. Aber das sind so die Erfahrungen, die man sammeln muss. So, wo ist jetzt der andere? Da hinten. Oh, der hat einen ganz schön weiten Weg hinter sich gebracht. Soll er mal wieder herkommen? Das Brennen hat aufgehört. Ich konnte mir noch nicht das Gel holen. Aha, der geht wieder. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ah, ich bin jetzt doch schon ein bisschen zu weit. So weit wollte ich gar nicht in diese Richtung. Gehört aber genau noch zu diesem Truck-Anwesen, ne? Also was soll's. Vielleicht finde ich ja von hier aus irgendwie noch einen Weg dahin oder einen Schlüssel oder sowas. Das könnte ja auch sein, dass ich noch einen Schlüssel finde. Okay, shit, das ist jetzt blöd, wenn er daherkommt, aber... Vorhin hat er auch nochmal kehrt gemacht. Ich bild mir aber ein, dass ich da noch jemanden höre. Weiß nicht.
So, um die Ecke töten ist wieder angesagt, Freunde. Da hinten sehe ich was Seltsames. Seht ihr dieses rot schimmernde? Das sieht sehr komisch aus. Okay, jetzt kommt unser Moment. Ist ja gut, ist ja gut, mein Freund. Komm her. So. Okay. War eine nette Überraschung. Ach, ich erkenne das Rotschimmernde. Das ist ein Schild, das leuchtet. Also jetzt doch nichts Spannendes. Gut, ich gehe jetzt noch hier rein, weil das gehört noch so ein bisschen zu dem Truck-Anwesen. Beziehungsweise ich versuche mal ein bisschen reinzulunzen, was da so mich erwartet. Geräuschmäßig höre ich irgendwas. Aber ich weiß nicht von wo. Ich könnte diese Garage öffnen. Erstmal die Umgebung sichern. Schade, dass die Fenster so weit oben sind. Die wollen es mir nicht verraten, was sich da drin befindet. Ich merke das schon. Ich werde es nur so rausfinden. Da kann ich noch ein bisschen lunzen. Sieht nach einem schönen... nach einem schönen Häusler aus mit Goodies drin. Goodies und Zombie-Exklusive? Nö. Okay, ich mach mal hinter mir. Darf ich hinter mich zumachen, bitte? Nein? Okay, dann halt nicht. Dann schnappe ich mir das Gedöns hier. Nägel. Jede Menge Schießpulver. Wisst ihr, ich finde, wenn... also ich weiß ja, es wird höchstwahrscheinlich noch actionreicher werden. Aber ich finde das Spiel noch geiler, wenn man sich das ganze Zeug mit den Waffen nicht machen könnte. Wenn man wirklich so richtig auf Survival aus ist und wirklich nur mit diesen zwei, drei Patronen, die man ab und an mal bekommt, auskommen müsste. Also quasi jetzt meine Spielweise, weil ich zu faul bin, zur Werkbank zu gehen. Wobei, das ist ja eine, ne? Oder zu geizig. Geiz ist der bessere Wort. Zu geizig bin, mir Munition herzustellen. Wenn das noch mehr auf Survival getrimmt wäre, das würde mir voll bocken. So, ich habe eigentlich keinen Grund, das Garagentor aufzumachen. Dann, wenn ich nämlich Munition herstellen will, dann gerne im Ruhigen. Oh, ich bin zu verrückt, ne? Ich will keine Munition machen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich will irgendwie hier eins auf Survival machen, ohne Muni. Das will ich bestimmt nicht auf Dauer. Da hinten, gut, den habe ich getötet. Aber lasst mich einfach noch ein bisschen. So, jetzt gehen wir noch da rechts ein bisschen rum. Was ist eigentlich jetzt? Dich habe ich gekillt, genau. Das gehört alles noch zu dieser Truck-Anlage bis ungefähr dahin. Und weiter möchte ich mich noch nicht entfernen. Denn es gibt bestimmt noch das ein oder andere, was wir finden können. Da liegen schon wieder Zombies, die wahrscheinlich gar nicht tot sind. Ich mag sowas nicht. Oh, Post. Hat jemand Post bekommen? Nö, aber eine Flasche. Auch gut. Flaschenpost. Bin ich ein Witzbold. Kann ich auf das Dach? Oh, geil. Ich bin auf dem Dach. Ich bin auf dem Dach. Und ich hätte gerne Sniper. Aber der Weg ist noch weit. Hey! Ich werde gerade von Maria verführt. Es tut mir leid. Ich muss dahin. Sie hat mich angelächelt. Tut mir leid. So, das war's schon. Ich gehe. Tschüss. Ich kann da jetzt nicht hier kreuz und quer rumlaufen. Ich muss ein bisschen Struktur hier machen. Gut, auf dem Dach war ich. Kann ich da eigentlich rein? Was ist eigentlich mit dem Haus passiert? Warum ist das überhaupt so halb versunken? Jetzt mal blöd gefragt.
Naja. Schlechter Architekt hier. In United. Nee, United hieß es nicht. Wie heißt Unit? Ich habe den Namen der Stadt vergessen. Unite? Einfach nur Unite, oder? Oder so ähnlich. Bin gerade unschlüssig. Ist ja auch egal. Das ist ein Fass zum Umdrehen. Nee, untersuchen, okay. Rote Fässer kann man umdrehen. Nur die roten sind die bösen. Was habe ich jetzt? Eine Handachs, geil! Lag die da drin? Wunderbar. Oh, ich kann da hoch. Ah, was haben wir da? Eine Kerze? Was? Hä? Ach nee. Das ist einfach so ein Teil. Ja. Vielleicht für irgendeinen Abzug oder so. Keine Ahnung. Ach, ist das schön, wenn man überall hochklettern kann und sich umschauen. Aber ich will da rein. Dieses böse, blöde Kaff da. So, jetzt laufe ich da rum. Da hinten meine ich ja schon mal gewesen zu sein. Wobei, nö, da war ich noch nicht drauf. Nee, da war ich noch nicht. Da muss ich mal nochmal gucken. Ich war hier generell noch nicht. Ich hoffe, das tut ihm nicht weh, wenn er jetzt gleich da runter sich runterbatschen lässt. Nein, dem doch nicht. Oh, schön. Plündermodus. Okay. Mensch, haben wir schon viel Zeug. Okay. Das war's hier drin, ja? Immer noch keine Spur von einem Schlüssel oder ähnlichem. Ich nehme ja also komische Brechstangen mit und so, aber auf die Idee, dass er damit die Tür aufstemmt. Pfeifedeckel, ne? Sebastian. Als MacGyver bist du durchgefallen. Irgendwie müsste man die Tür doch aufbekommen. Er versucht doch immer. Er versucht doch immer nur so sachte aufzumachen. Blöde Tür. Bei allen anderen Türen, die aufgehen, macht er hier ganz immer so mit voll Karacho hier. Pff. Aber wenn ich mal wo rein will. Nix. Okay, da bin ich schon rumgeschlendert. Glaube ich. Das bringt mir jetzt eigentlich auch nicht viel. Oder? Ich guck eben nochmal. Ich meine, das haben wir aber das letzte Mal schon gemacht. Ja, das bringt mir ja nichts. Da oben, da hinten ist eine Treppe, aber da komme ich auch nicht hin. Was ist hier? Ne, da habe ich auch schon probiert hochzukommen, das geht nicht. Wie mich sowas ärgert, ne? Die sind tot. Okay, hier liegt noch was. Gehen wir nochmal da rein. Schön gelandet. Ja, da, Metallrohre, die er ständig sammelt. Damit könnte man eine Tür bestimmt irgendwie aufmachen. Zumindest so eine Tür. Die da drin. Waffenteile. Also das hier gehört doch nicht zu dem Truck-Anwesen. Da muss ich mich korrigieren, aber auch egal jetzt. Jetzt haben wir es erkundet. Und es hat sich ja gelohnt. Da passe ich nicht durch. War ich auf dem Dach jetzt schon? Ich guck lieber nochmal. Ne, ich glaube, auf dem war ich nicht. Da hinten liegt doch noch Zeug drin. Oder ist das eine Flasche, die ich nicht aufsammeln kann? Oh, guck mal, eine Antenne. Aber ich glaube nicht, dass da jemand noch Fernsehen guckt. So, da bin ich ja auch rumgeklettert das letzte Mal noch. Und jetzt kann man es auch einsehen. Seht ihr diese rote Tür? Also diese rote Treppe meine ich natürlich, sorry.
Und da komme ich einfach nicht ran und das verstehe ich nicht. Tut mir leid, wenn mich das jetzt so lange aufhält, aber... Ich will sowas nicht unerforscht lassen. Ich habe ja, wie gesagt, offline schon rumgeguckt und nichts gefunden. Das ist leicht deprimierend. Ich gucke jetzt noch einmal dahin. Noch einmal gucke ich da rein. Na, dann ist Schluss. Dann nehme ich das halt so hin. Na, hier die Leiter, ne? Also die Treppe. Eine Leiter wäre schön an der Stelle. Die da reinführt. Aber das ist schon auf der Seite, wo ich nicht mehr hinkomme. Oder ich muss... Wenn ich nur in dieses Gebäude irgendwie käme. Aber wie gesagt, ich habe ja schon... Ich bin jetzt schon zweimal rundherum gelatscht. Und nichts hat sich ergeben. Es... Moment. Eine Sache fiel mir da jetzt noch ein. Ich habe übrigens auch schon... Ich bin... Hier bin ich auch schon mal hochgeklettert, aber ich komme da auch nicht hoch. Also der will da nicht so irgendwie rumjumpen oder sowas. Ich konnte doch eine Sache verschieben. Moment mal, diese eine Sache, die ich verschieben kann. Kann ich? Ich glaube nicht, dass ich die hier komplett, aber ich versuch's mal. Ja, das wäre ganz schön gewieft, wenn das gehen würde. Muss ich nur noch mal finden. Eine Sache konnte ich hier rumschieben. Wo waren das? Das Teil. Das kann ich aber nie im Leben. Ich wette, ich komme über diese Bretter nicht oder so. Warte mal, kann ich das auch von der Seite? Dann kann ich nämlich besser gucken. Nö, ich kann das nicht mal nach links machen. Er macht das nur nach vorne und nach hinten. Ja, lass los, das hat ja keinen Sinn mit dir. Wenn ich sowas nochmal finden würde, aber... Es ist halt so sinnlos, dass ich hier hochkomme und dann da drüben bin. Ich weiß nicht, ob da jetzt Items lagen, aber es kommt mir so sinnfrei vor. Kann jetzt noch da hochklettern. Ja, und das war's. Da weiß ich trotzdem immer noch nicht, wie ich da weiterkomme. Blödes Teil. Und es macht auch so den Anschein, dass man da gar nicht hängen soll. Das wurmt mich auch noch so. Weil da ja auch was passiert ist mit dem einen Typ, der gestorben ist. Also ab dem nächsten Part werde ich die Stelle nicht mehr checken. Dann habe ich halt Pech gehabt, versprochen. Jetzt wird die Musik auch wieder böse. Kann ich hier nochmal was drücken oder so? Nee. Ich gucke jetzt noch einmal rein. Vielleicht kann ich hier noch was schieben oder so. Hier ist Zeug und... Schaut, das ist die Tür, die wir von draußen sehen. Aber... Um da durchzukommen, müssten wir halt auch auf die andere Seite, weil da ist die Treppe. Was war das? Achso, ich, wie gesagt, ich habe, ne, nochmal geladen. Deswegen existiert. Und hier will er halt ums Verrecken auch nicht klettern, ne? Das ist faszinierend. Da will er nirgendwo hoch. Gerade da, wo es vielleicht von Vorteil wäre. Und das ist ja auch nicht hoch hier. Aber warum kann der Depp da nicht drüber klettern? Jetzt mal ehrlich. Das wäre doch absolut naheliegend, dass der da irgendwie mit irgendeiner kleinen Erhöhung oder so drüber klettert. Und wenn du das verschiebst zum Beispiel. Aber er klettert ja nicht mal darauf. Er verweigert absolut. Habe ich das eigentlich schon mal versucht mit Gewalt zu öffnen? Oh Gott, das wäre jetzt peinlich, wenn das geht. Bitte nicht. Okay, da bin ich ja fast beruhigt. Hier ist ja auch kein Schloss, das ich anschießen müsste oder so, ne? Nee. Das ist zwar eine... Das kann ich mir aber nicht... Nee, es wäre ein klassisches Schloss, wenn dem so wäre. Warte mal. Andere Eingänge. Erblicken. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Aber ich glaube eher, dass man da irgendwie von oben irgendwo reinkommt, weil da oben halt Treppen und alles... Dieses Holzstück. Das gibt's doch nicht. Das sieht so zerbrechlich aus. Das sieht so aus, als könnte man das durchpatschen. Aber wenn es mit der Axt nicht geht, dann geht's mit gar nichts. Eine Sache könnte man noch ausprobieren. Ich habe das letzte Mal dieses Fass in die Richtung geschlendert. Was wäre... Kann ich es auch... In diese Richtung verbrennt dann dieses Stück Holz.
Ich kann das schieben. Ich kann das Ding schieben. Okay, jetzt lasst uns mal gut überlegen. Ich kann ja auch, jetzt ist die Frage, will ich es hier zum Explodieren bringen? Oder an dem Holzteil? Ich denke, an dem Holzteil haben wir vielleicht mehr Erfolg. Oh, das könnte das Rätsels Lösung sein. Und zum Glück habe ich nochmal geladen. Sonst könnte ich das jetzt nicht nochmal probieren. Aber was ist, wenn... Ärgerlich wird es jetzt nur, wenn es nicht klappt. Shit, jetzt kann ich es irgendwie nicht mehr schieben. Das kann ja jetzt nicht sein. Das, doch, jetzt geht's wieder. Oh, wenn, ich hoffe, es ist aber das. Sonst würde ich mich so ärgern. Ich müsste nochmal was zum Speichern finden. Wisst ihr, so ein Quicksave quasi. Sonst muss ich ja alles nochmal machen. Ich kann das aber da nicht rüberschieben. Doch, jetzt. Das ist ein bisschen störrig. Oh, aber ich... ich brauche unbedingt... Ja, oh, du darfst nicht umfallen. Ich will dich anschießen, nicht zertreten. Noch ein bisschen näher. Ah, oh, es geht nicht. Was ist denn das für ein Krams? Nicht, dass nur so... Ah, jetzt ist es umgefallen. Oh, nee. Aber das ist egal. Wenn es brennt, dann brennt auch das Holz. Jetzt ist es eh passiert. Jetzt kann ich es mal kann ich es mal gleich ausprobieren. Was ist mit der Schrott da drauf, ey? Ich muss es ausprobieren jetzt. Das ist meine letzte Chance. Das Holz müsste zerbrennen. Menno! Es verbrennt nicht. Oder ich hätte es hier zum Explodieren bringen müssen. Ja, toll, das war's. Jetzt ist verloren. Kann ich auch mal versuchen, da drauf. Okay, gut. Okay, wir haben Muni verschwendet. Wir haben das Fass falsch gemacht. Wir haben alles getan. Alles falsch gemacht quasi, um da nicht reinzukommen. Oh, ich würde es am liebsten nochmal neu laden. Wisst ihr was? Ich lade es neu. Genau, der Part ist eh fertig. Ich lade das neu. Und wir sehen uns hier wieder das nächste Mal. ja, ich hole halt... ich weiß nicht, wann genau der den Checkpoint gemacht hat das letzte Mal. Hab ja ein bisschen was gesammelt in der Zwischenzeit. Ich werde einfach alles nochmal machen. Und, also ihr werdet nichts verpassen. Und auch nicht, ihr werdet auch nichts doppelt sehen. In diesem Sinne, ja, bis gleich. Bis morgen, sorry.